Guten Tag, ich heiße Sie herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten hier auf meinem YouTube-Kanal. Ladies and gentlemen, introducing first from Brown Town, Germany, Mr. Schinski. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, ganz egal. Hallo, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Es ist wieder Zeit für Vernasche die Welt, Episode 2, hier auf meinem Kanal. Das ist die Aprilbox. Uns erwarten heute verschiedene Leckereien aus Korea. Aus Korea! Letztes Mal hatten wir USA. Klickt da mal hier oben auf das Infogerät, da könnt ihr euch das Video nochmal reinziehen, falls ihr es nicht gesehen habt. USA, da kann man sich ja schon was drunter vorstellen. Da kann man sich drunter vorstellen, was es sich da geben könnte. Aber bei Korea, da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, was es da geben könnte. Wir wollen loslegen oder was? Wir packen jetzt aus, nach und nach, gucken, was drin ist. Probieren selbstverständlich. Wir haben es übrigens 7 Uhr morgens, also schön zum Frühstück ein paar Süßigkeiten in die Kehle reindrücken, oder wie? Es ist erledigt, Leute. Ich hole wieder nach und nach alles raus. Und dann schauen wir uns nach und nach mal an, was wir da drin haben. Als erstes wieder eine wunderbare Postkarte, damit wir auch gleich genau sehen, womit wir es zu tun haben. Südkorea. Südkorea. Hier in das Heftchen gucken wir nicht rein, weil hier sind alle Sachen schon beschrieben. Ich möchte mich aber nicht spoilern lassen. Ich möchte überrascht werden von so einer Box. Finde ich übrigens schade, nur mal so nebenbei bemerkt, dass hier Vernasche die Welt. Ich scrolle runter bei Facebook oder bei Instagram. Ich scrolle runter und da zeigen sie mir schon, was da drin ist. Es ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Ich scroll mal so schnell wie ich kann weg. Also ich weiß nicht, ich finde, der Sinn einer solchen Box ist die Überraschung. Naja. KitKat Milk Tea Flavor. Upsi. Ja, das sieht doch schon mal lustig aus. KitKat Milk Tea, 5er Paket. Alles klar, dann zeig mal her die Scheiße hier. Gute alte KitKat Duo, wie es hier damals auch gab. Milchtee. Okay, ich bin wirklich äußerst gespannt. Riecht eigentlich wie ein normales KitKat. Nee. Schmeckt. Mysteriös. Es schmeckt irgendwie nicht. Es schmeckt leider nicht. Ist ganz interessant auf jeden Fall. Aber mir schmeckt es nicht. Es hat einen komischen Nachgeschmack. Kann ich nicht so richtig definieren. Wollen wir mal weiter gucken. Oh. Oreo. Das sieht interessant aus. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Oreo. Ja, sieht aus wie so ein typisches Waffel-Ding, das kennt man ja auch, ne? Gibt es ja von Nestle oder sowas. Geil. Das ist Hammer. Das ist Hammer. Ihr kennt ja diese Waffel-Snack-Dinger, ne? Die mit Schokocreme oder sowas dann. Von der Konsistenz halt genau so und vom Geschmack einfach Oreo. Das ist schon mal richtig lecker. Muss ich sagen, das ist was Tolles. Das ist was Tolles.
Let's get it on. Oh, sieht auch gut aus. Pepero, Korea Brand Number One, White Cookie. White Cookies. Ja, auch so Oreo-mäßig, also Oreos, ne? Oreos sind immer gut. Sieht aus wie diese Mikado-Stäbchen mit weißer Schokolade und Oreo-Stückchen. Sieht schon mal interesting aus. Schmeckt ähnlich wie diese Mikado-Stäbchen, die es hier gibt. Diese White Chocolate und diese Oreo-Cookies würde ich jetzt nicht so richtig rausschmecken. Es schmeckt aber lecker. Oh, Hershey's. White Chip with Almond Cookie. Weiße Schokoladenchips mit Mandeln, ne? Ich beiß mal rein. Boah, so ein deftiger Cookie hier, Alter. Ist aber, also ich möchte sagen, eher so kuchenmäßig als Cookie. Tatsächlich würde ich es niemals als Cookie bezeichnen. Eher als Kuchen. Schmeckt auch nicht so. Nö. Weiß nicht, Standard trockener Kuchen. Das ist nix. Das ist nichts. Na super, hier alles vollgekrümelt. Tschüss. Das war Kacke. Gucken wir mal weiter. Eine Dose, Getränk. Alter, wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? Sparkling Chupa Chups. Alter, das ist ja mega geil. Alter, das ist natürlich was Geiles. Das ist natürlich was Geiles. Schmeckt wie eine Orangenlimonade. Aber lecker. Aber jetzt Chupa Chups. Okay, also ich muss mir noch mal kurz vorstellen, ich habe einen Chupa Chups-Hacker in der Fresse. Ja, ja doch. Ich weiß ja nicht, ob es davon verschiedene Geschmäcker gibt. Es schmeckt auf jeden Fall lecker und es ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen so Chupa Chups mäßig, möchte ich behaupten. Also so ein bisschen süßer einfach als eine normale Orangenlimonade. Aber lecker. Cheetos. Ich habe noch nie in meinem Leben Cheetos gegessen. Gibt's ja hier leider nicht hin. Germania. In Korea gibt's Cheetos. Ich kann ja nichts lesen, aber hier sind Chilis und Knoblauch. Chili und Knoblauch ist hier abgebildet. Oh, hier ist ein Special drin. Gucken wir uns gleich mal an. Oh, lecker. Geil. Ich stehe ja eher so auf die süßen Chips, wie diese Western-Style von Crunch-Chips. Lecker. Und die sind auch so, also süß, scharf und geil. Süß, scharf und geil. Schmecken echt tight. Was ist das hier für ein Jared? Da steht zwar eine Beschreibung drauf irgendwie, aber kann ich leider nicht entziffern. Nee, weiß ich leider nicht. Ich weiß es nicht.
Schon wieder Pringles. Pringles Cheeseburger. Die Packung ist um einiges kleiner als gewohnt. Aber Pringles Cheeseburger, das hört sich ja schon mal tight an. Einmal gepoppt. Ich dachte, man kann die Scheiße poppen. Ah, leider wieder, Chips sind immer schwierig zu transportieren. Ich schmecke Senf, würde ich sagen, ein bisschen raus. Ketchup. Es schmeckt schon so ein bisschen tatsächlich nach einem Cheeseburger. Bisschen zwiebelig. Aber irgendwie ein bisschen, hätte ein bisschen mehr Wumms haben können. Schmeckt ein bisschen fad. Letztes. Peanut Butter Sandwich Cookies. Wow, 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 wow. Skippy. Vier Stück drin. Ach so, und hier sind jeweils zwei Cookies zusammengepresst mit Peanut Butter anscheinend in der Mitte. Ja, das riecht aber schon stark nach Peanut Butter. Also sehr trocken. Muss man wirklich sagen, das ist wirklich sehr trocken. Das kann man ja gar nicht runterschlucken. Oh. Und? Das ist ja mehr Arbeit als Vergnügen. Jetzt bin ich aber satt, ey. Es ist, also muss ich sagen, immer sehr interessant. Es ist immer sehr interessant. Highlight sind diese Oreo-Kekse. Diese Oreo-Waffeln. Die schmecken super geil. Und auch diese Cheetos. Auch super lecker. Und die Brause finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich gucke nochmal rein, ob es da von der Brause andere Sorten gibt. Nee. Endlich kann man leckere Chopper Chops nicht nur lutschen, sondern genüsslich den Gaumen herunterlaufen lassen. Im Geschmack Orange gibt es eine sprudelnde Erfrischung, die dir den Tag versüßt. Ja, Leute. Das war's schon wieder für diesen Monat mit Vernaschel die Welt. Mal schauen, was uns nächsten Monat erwartet. Wenn ihr es nicht verpassen wollt und wenn ihr auch noch weitere Unboxings sehen wollt von verschiedenen anderen Sachen, checkt einfach mal meinen Kanal aus. Ich würde mich sehr darüber freuen, über ein Abonnement von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder was unboxe. Liebe Grüße, euer Shinsky. Auf Wiedersehen. Ihr habt euch bestimmt schon immer gefragt, was das da oben überhaupt für ein Bild ist. Ich zeig's euch mal. Ja, das ist die Nike. Ja, das ist ein tolles Bild, Leute.